Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute zum Montag ein kurzes Video. Und zwar, es gibt ein paar neuere Entwicklungen zum Thema ETFs. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, ne? Also die US-ETFs und was es da für neue Dinge gibt, was so in den letzten paar Tagen passiert ist, jetzt im Video. Letzte Woche hatte ich euch in einem Video schon erklärt, dass ab sofort der Handel von amerikanischen ETFs nur noch eingeschränkt möglich ist. Ne? Aufgrund dieser EU-Richtlinie MiFID II ist es also für private Kunden nicht mehr möglich, die US-ETFs wie zum Beispiel den Spider, aber auch VXX und so weiter direkt zu handeln. Das heißt, wenn ihr die in eurer Plattform in der TWS eingibt und ihr wollt sie beispielsweise kaufen oder verkaufen, dann wird euch das zurückgewiesen, weil eben als sogenannter Retail-Endkunde darf man das aufgrund der Richtlinien in den USA nicht mehr oder in der EU besser gesagt nicht mehr machen. So, jetzt ist in der letzten Woche, haben wir ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von Kunden, von Kollegen und so weiter, und da will ich euch einfach ein paar Dinge jetzt auch mitteilen. Und zwar, wir haben ja bereits letzte Woche gesagt, dass es weiterhin möglich ist, Optionen auf diese ETFs zu handeln. Also du kannst weiterhin Optionen auf den Spider, auf VXX, auf die ganzen Sektoren, ETFs und so weiter, die kann man alle weiterhin handeln, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich allerdings letzte Woche gesagt, dass die, wenn man dann angedient werden würde, also ihr würdet zum Beispiel Cash Secure Puts schreiben und dann werdet ihr angedient, dass IB die dann glattstellt. Das haben natürlich dann letzte Woche gleich mal ein paar Kunden und auch hier Zuschauer ausprobiert. Das heißt, die haben beispielsweise in the money Calls auf den VXX geschrieben und sind dann Wochenoptionen und sind dann angedient worden, und siehe da, sie sind nicht zwangsliquidiert worden. Ne? Das heißt, die haben jetzt tatsächlich wieder ETFs im Depot. Ich habe es nur bislang gehört von Kunden, die das mit dem VXX gemacht haben, wo man ihn dann short hat. Ich habe heute in einem Forum gelesen, dass man es auch mal probiert hat mit Spider Puts. Also man hat im Geld liegende Puts auf den Spider geschrieben und auch die wurden angedient. Und jetzt kommt es auch hier, IB hat die nicht glattgestellt. Ne? Also die sind nicht glattgestellt worden, sodass man also momentan, Stand heute, wohl davon ausgehen kann, dass der Optionshandel auf diese amerikanischen ETFs uneingeschränkt weiterhin so möglich ist. Wir müssen halt jetzt einfach mal schauen, was mit diesen Positionen passiert, die eingebucht worden sind. Ja? Es gibt ja keinen Verfall, wo man glattstellen müsste, also das heißt, wo es eine Zwangsliquidierung geben müsste. Jetzt kann es natürlich nichtsdestotrotz sein, dass IB sagt, okay, ich stelle diese Positionen dann glatt. Das war also Punkt Nummer 1, Optionshandel weiterhin möglich. So, das Zweite, was gefragt wurde, was ist denn die Alternative CFDs? Na, und jetzt bin ich ja nicht so der riesen große Fan von CFDs, aber ihr wisst, ich habe das auch hier schon mal im Kanal gesagt, wenn man über Interactive Broker, also sprich zum Beispiel bei CapTrader geht es auch, die CFDs handelt, die hier direkt angeboten werden, dann sind die ja sehr, sehr fair gepreist. Also wir haben das schon früher immer mal verglichen. Es gibt also CFDs auf den VXX, auf den Spider, Qs und so weiter und so fort. Und wenn ihr mal vergleicht die Spreads dieser beiden im Verhältnis zum Original-ETF, also ihr nehmt euch mal den CFD, ihr nehmt euch mal das Original-ETF, dann werdet ihr feststellen, das ist 1:1. Selbst die Bid-Ask-Größen sind die gleichen. Ne? Also das heißt, das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, und diese sind natürlich uneingeschränkt weiter handelbar. Das heißt, wer also direkt diesen CFD handeln will, weil er das Underlying in irgendeinem Moment benötigt, zum Beispiel zum kurzfristigen Hedgen, der kann das natürlich machen. Stichwort Delta Hedging. Du bist irgendwie Short auf den, du hast Short Puts geschrieben auf den Spider als Beispiel. Und jetzt läuft der Spider gegen dich und sagst, hey, jetzt ist mein Delta auf 30 gegangen, jetzt will ich 30 Spider dafür short gehen. Wie kannst du das machen? Direkt im Spider geht es ja nicht mehr, aber du kannst das CFD nehmen. Ne? So, langfristig macht es natürlich keinen Sinn. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich baue mir jetzt langfristig ein Depot aus, indem ich wie früher immer ETFs gekauft habe auf den Spider, jetzt kaufe ich CFDs. Das macht aufgrund der Finanzierungskosten keinen Sinn. CFDs sind Trading-Instrumente und keine langfristigen Halteinstrumente. Auf der anderen Seite, gerade zum Hedgen,
Wer das also machen möchte, in Zeiten, wo es runtergeht, sagt, hey, ich gehe mal ein paar, bislang ein paar Spider oder ein paar Qs, gehe ich short, der kann natürlich jetzt die CFDs einfach handeln. Die Margin ist ein bisschen höher als bei den ursprünglichen ETFs. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber sie ist doch ein wenig höher. Ich glaube aber im Falle eines, wenn ich hedgen muss, ist das nicht die Hauptproblematik. Und von den Handelszeiten her ist es ja auch nichts anderes. Ne? Also das heißt, wenn die ETFs gehandelt werden, 15.30 Uhr bis 22 Uhr, in derselben Zeit werden auch diese CFDs gehandelt. Das heißt, da hat man jetzt auch kein Zeitproblem, wo man sagt, ah, jetzt kann ich die nicht mehr handeln. Ne? Also das heißt, diese CFDs wären für kurzfristige Trades, die man machen möchte, beispielsweise aus Hedgegründen, durchaus eine Alternative. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es sich verhält, und zwar einfach, weil ich selber noch nie ausprobiert habe, wie es sich verhält, wenn ihr beispielsweise, mal angenommen, ihr seid eben das beschriebene Thema, ihr seid, habt einen Short Put auf den Spider und jetzt macht ihr ein Delta Hedging und sagt, okay, ich gehe jetzt eine gewisse Anzahl an CFDs auf den Spider, gehe ich jetzt short, wie sich das dann auf die Margin auswirkt. Ne? Normalerweise, wenn man das früher gemacht hat, also das heißt, Short Put und dann ein paar Spider dagegen geschortet, dann hat es das eher positive Margin-Auswirkungen. Hier könnte es sein, dass es durchaus negative Margin-Auswirkungen hat. Das weiß ich nicht genau, wie das IB wirklich intern verrechnet. Wenn von euch das schon mal jemand gemacht hat oder vielleicht gerade in den letzten Tagen auch gemacht hat, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist dann die Margin hochgegangen, ist sie runtergegangen oder ist sie gleich geblieben? Ich vermute, sie geht sogar ein bisschen hoch, weil es eigentlich zwei verschiedene Instrumente sind. Ne? So, und das heißt also, wir sehen wieder mal nach einer Woche, die erste Aufregung ist vorbei, es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert, Optionen sind weiterhin gut handelbar, kurzfristige Hedge-Alternative über die CFDs haben wir auch und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch schauen, wie wir vernünftige ETFs bekommen, die wir als Europäer handeln können, um zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte langfristig in Amerika investieren, was man da machen kann. Und da sind wir gerade dran, eine Liste zu machen, was es da wirklich für gute ETFs gibt, die das Ganze eins zu eins bringen. Ein letzter Punkt vielleicht noch. Ein Kunde aus dem Coaching hat uns eine Mail weitergeleitet. Er hat mit Barclays gesprochen, beziehungsweise bei Barclays geschrieben, Stichwort VXX. Und Barclays hat zurückgeschrieben und die haben ganz klar gesagt, nein, wir werden dieses Key Information Document nicht erstellen, weil es eben einfach, also ich weiß gar nicht, ob genau in der Begründung drin war, die haben bloß gesagt, wir machen es nicht. Ne? Die haben verwiesen auf, dass sie auch europäische Produkte haben und vielleicht legen die ein europäisches Produkt auf. Ich glaube aber eben nicht, dass sie, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass sie eben für die in den USA aufgelegten Produkte ein europäisches Dokument auflegen. Und wie gesagt, es ist im Grunde genommen auch jetzt nicht so, na klar, für uns jetzt selbst ist das eine Einschränkung, ohne Frage. Ihr müsst aber bitte auch eins verstehen, die Anbieter oder beziehungsweise solche Dinge gibt es natürlich auch andersherum. Also wenn beispielsweise jetzt schon ein Amerikaner gesagt hätte, ich möchte einen bestimmten deutschen Aktienfonds kaufen, ich möchte ein bestimmtes deutsches ETF kaufen, dann konnte er das nicht und darf das auch in Zukunft nicht. Ne? Warum? Weil eben die Regularien unterschiedlich sind. Die Regularien in Amerika, die Regularien in Europa sind eben unterschiedlich. Das hängt mit unterschiedlichen Steuergesetzen zusammen, das hängt mit unterschiedlichen Richtlinien zusammen und das müssen wir einfach so akzeptieren. Das ist halt einfach so. Ne? Kleiner Lichtblick vielleicht noch für alle diejenigen, die bislang die kleinere Konten haben unter 25.000. Das fällt mir jetzt noch ein, hätte ich davor schneiden müssen, aber wir lassen es jetzt einfach laufen. Und zwar wer mit ETFs gehandelt hat, der konnte ja jetzt auch unter diese Daytrading Rule fallen. Ne, ihr wisst, so eine gewisse Anzahl von kurzfristigen Transaktionen innerhalb von, glaube ich, 3-4 Tagen konnte unter 25.000. Wer natürlich jetzt ausweicht, sagt, ich handle jetzt kurzfristig diese CFDs, zum Beispiel zum Hedgen, der fällt nicht unter diese Daytrading Rule, weil das ja keine in den USA regulierten Produkte sind und damit können sie auch nicht unter diese
Daytrading Rule. Fein. So, das war das Neueste, was es jetzt aus meiner Sicht hier gibt. Ich habe auch gehört, dass es noch immer einige Broker gibt, die das weiterhin anbieten. Also einige große deutsche Online-Broker, die bieten immerhin noch das Ganze an, dass man also da die Original-ETFs noch handeln kann. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie das auch über kurz oder lang einstellen werden, aus regulatorischen Gründen. Ne? Und wer bei Links ist, der kann keine CFDs handeln, weil Links den CFD-Handel eingestellt hat. Das heißt, also vor einigen Wochen hat Links entschieden, dass man keine CFDs mehr handeln möchte. Und das heißt also, wer bei CapTrader ist, wer bei IB direkt ist, der kann auf diese alternative CFDs zurückgreifen. Bei Links kann man das nicht. Aber wie gesagt, überlegt auch mal für euch, wie oft habt ihr wirklich diesen Spider, wir bleiben mal beim Spider jetzt oder die Qs, wie oft habt ihr die wirklich gehandelt? Also ist das etwas, was ihr permanent handelt? Okay, dann müsst ihr euch Alternativen suchen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr gehandelt aufgrund eines Hedges oder weil ich mal was machen wollte, da bin ich mir relativ sicher, dass es mit den bislang schon bestehenden Möglichkeiten trotzdem weiterhin so ist, dass ihr eure Strategien weiter handeln könnt. Klar, wer jetzt bislang gemacht hat, Cash Secured Puts auf den Spider, der kann das nicht mehr machen, aber dann überlegt halt, ob ihr vielleicht Cash Secured Puts macht er halt jetzt auf Berkshire Hathaway oder so, weil dann habt ihr eben letztendlich doch auch den großen amerikanischen Markt gekauft. Ne? In diesem Sinne, das war's für heute. Wir sehen uns wieder dann am Mittwoch. Denkt dran, am Mittwoch, ihr könnt 16 Uhr das neue Video hier anschauen. Ihr könnt aber auch den Fernseher anschalten und um 16 Uhr das Deutschlandspiel anschauen. Ne? Das ist, okay, ich gebe es zu, das ist diesmal wichtiger als Optionen. Also am Mittwoch heißt Daumen drücken für unsere Jungs. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.